Zu Beginn der Durchführung hält der Geselle Rücksprache mit dem Kunden und verschafft sich vor Ort einen Überblick. Anschließend geht er nach Plan vor. Zuerst zeichnet der Geselle an, wo die Mantelleitungen und die Betriebsmittel installiert werden sollen. Danach wird für den Einsatz des Dosensenkers vorgebohrt. Zum eigentlichen Dosensenken wird ein spezieller Aufsatz, eine Bohrkrone, verwendet. Um die Staubentwicklung möglichst gering zu halten, sollten die Maschinen über eine Absaugvorrichtung verfügen. Natürlich ist bei den hier dargestellten Arbeiten mit Werkzeugen und elektrischen Maschinen auf Schutzkleidung zu achten, die den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. An der Dose werden die für die Leitungsführung benötigten Öffnungen ausgebrochen. Die Wandöffnung wird vom losen Schmutz befreit. Gips wird angerührt und die Dose passend in der kurz zuvor mit Wasser benetzten Öffnung befestigt. Je nach Wandbeschaffenheit werden die Leitungen mit geeigneten Schellen innerhalb der Schlitze befestigt. Das Ende der eingezogenen Leitungen wird auf die richtige Länge mit einem Abmantelungsmesser abgemantelt. Anschließend werden die Aderenden mit der Abisolierzange abisoliert und auf Steckklemmen gesetzt. Zum Schutz vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch nachfolgende Arbeiten wird die Dose mit einem Signaldeckel abgedeckt. Nach dem Verputzen werden die Schalter und Steckdosen montiert. Dazu werden die Aderenden je nach gewünschter Schaltung an Schalter und Steckdosen festgeklemmt. Sind alle Schalter und Steckdosen installiert, folgt die Montage des Stromkreisverteilers. Auf der Rückseite des Stromkreisverteilers werden die vorgestanzten Stellen für die einzuführenden Leitungen aufgebrochen. Um die vielen Leitungen unterscheiden zu können, sind diese je nach ihren Stromkreisen gekennzeichnet. Die Adern der Leitungen werden passend mit einem Seitenschneider gekürzt. Anschließend werden ihre Enden abisoliert und auf die vorgesehenen Klemmstellen aufgelegt. Die Zuordnungen der Stromkreise mit ihren Leitungsschutzschaltern und RCDs werden in einer vorläufigen Legende dokumentiert. Mit einem speziellen Messgerät wird die installierte Anlage nach den Vorgaben für die Erstinbetriebnahme geprüft und ein Messprotokoll erstellt. Damit endet die Durchführungsphase.